So, und willkommen zu einem neuen Upgrade von Lovocraft. Ich dachte mir, ich mache wieder ein neues Video. Und man sieht, ich habe einen kleinen Rückschritt quasi gemacht. Und zwar liegt es daran, dass ich das nicht mehr im M-Creator mache, weil mir das einfach wirklich zu simpel irgendwie ist. Und man hat nicht die Fähigkeiten, die man eben mit dem macht, was ich jetzt mache. Und zwar mit Java, ganz normal, wie man Minecraft programmiert. Und zwar mit Minecraft Forge in Eclipse drin. Und da kann ich mal kurz zeigen, was ich gemacht habe. So zum Test erstmal habe ich nochmal so Crafting-Rezepte erstellt. Einmal so, dass man ein Wolle in Crafting-Table packt und 4 Strings rausbekommt. Ein Diamant wird zu Kohle im Ofen gebrannt. Und zum Beispiel, dass man hier aus 8 Redstone-Blöcken und einem Schild einen Command-Block macht. Das habe ich nur so zum Test gemacht. Einfach so, damit man das Crafting-Rezept, also dieses System schon mal hat, damit man nur noch so Sachen ändern muss. Das Schwierige sind dann eben so Items, Blocks und andere Blöcke und Waffen und Werkzeuge und Dimensionen und Weltgeneratoren und weiß nicht was, ganz viel auf jeden Fall. Und was ich schon mal gemacht habe, was zum Beispiel im M-Creator auch mit normalen Möglichkeiten nicht möglich ist, dass man zum Beispiel auf diesem Lovo-Ohr brennt. Und zwar insgesamt für 5 Sekunden. 2, 3, 4, ich glaube es waren 4 Sekunden. 5. Oder es waren 5 Sekunden. 5 Sekunden, genau. Ja, das ist eben so ein Event, was ausgeführt wird, wenn der Spieler auf diesem Block steht. Ja, das war's quasi erstmal schon. Und dann kann ich mal switchen zu dem Bildschirm und dann kann ich euch mal zeigen, was man da so schreiben muss. Also ganz kurz nur so als, so zum Anreizen, so, was man so machen muss. Und das ist auch der Grund quasi, weshalb in der letzten Zeit nicht so viele Videos kamen. Weil das jetzt auch schon etwas Arbeit ist und ich werde jetzt versuchen, den Mod mal ordentlich nach vorne zu bringen. Wird auch etwas dauern, weil ich mich eigentlich mit Java noch nicht so gut auskenne und auch nicht mit Minecraft Forge. Aber wir werden sehen, es gibt ja genug Tutorials auf YouTube und anders kann man ja auch gar nicht lernen. Was okay mit Büchern, aber habe ich keinen Bock drauf. Mal sehen, was sich da so fabrizieren lässt. So, da wären wir jetzt hier in Eclipse drin. Das ist einmal nur kurz, um das euch zu zeigen, was man so alles programmieren muss. Bisher ist es gar nicht so viel, weil es bisher nur Blöcke und Items sind. Und auch Crafting-Rezepte, die wir zum Beispiel hier finden, Crafting. Aber bei Blöcken wird es automatisch schon eindeutig, ich sag mal, anspruchsvoller. Da braucht man zum Beispiel für einen Block, braucht man jetzt zum Beispiel so eine Datei hier, die Textur, quasi der Name, was für ein Material es ist, wo es zu finden ist. Und dann kann man zum Beispiel bei Lovocraft Models, wie es in der Hand angezeigt wird, dann wird das so mit der Rotation, der Translation, wie es, Translation, Übersetzung, das ist eigentlich, komisch, der Größe, ebenfalls auch bei den Items und dem Ohr auch. Und dann eben noch die Texturen, die man hier reinziehen kann. Und da kann man auch ordentlich schreiben und auch Events zum Beispiel haben wir zum Beispiel bei... gehen wir auf der Hauptseite, haben wir jetzt hier zum Beispiel Eventhändler, was vor am Anfang ist, dann einfach die ganze Zeit... Ja, genau erklären kann ich es eigentlich gar nicht. Ich muss mir selber die Tutorials angucken. Aber sonst wird es, glaube ich, ganz gut. Und ich würde sagen, das war schon wieder das Video. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!